Jedes zehnte Baby kommt vor Vollendung der 37. Schwangerschaftswoche auf die Welt und gilt damit als Frühgeborenes. Das Universitätsklinikum St. Pölten betreut überregional die Frühchen von Amstetten, Scheibs, Waidhofen an der Yps, Melk und Krems. Beste Medizintechnik und neueste Forschungsergebnisse kommen hier zum Einsatz. Das Team kümmert sich aber nicht nur um die Kinder, sondern auch um die Eltern. Denn eine Frühgeburt ist für alle Beteiligten eine absolute Extremsituation. Wir versuchen die Mütter von sehr, sehr früher Zeit an, unter Umständen schon vor der Geburt, psychologisch zu begleiten. Es ist das ein Programm, das im Grunde genommen sehr, sehr wichtig und eine Grundtherapie ist oder eine Grundbetreuungssituation darstellt, um eben ihnen diese Sicherheit zu geben, dass das, was passiert ist, etwas ist, was jedem passieren kann, dass das, was mit der Frühgeburt oder Frühgeburtlichkeit geschehen ist, etwas ist, mit dem man gut zu Rande kommen kann. Und dass wir ihnen versuchen, diese Sicherheit zu geben, die sie ihrem Baby dann letztendlich wieder weitergeben. Durch den engen Kontakt zwischen Mama und Baby soll die Beziehung beider gestärkt werden. Denn eine gute Bindung zwischen Mutter und Kind kann sich positiv auf die medizinische Entwicklung des Frühchens auswirken. Aber nicht nur gesundheitliche Probleme machen den Eltern und Familien von Frühgeborenen oft zu schaffen. Unser soziales Team kümmert sich auch um alle diese am Beginn nicht wichtigen, aber sehr bald sehr große Bedeutung gewinnenden Faktoren. Wie schaut es mit meinem Arbeitsplatz aus? Kann ich alle vorhandenen Möglichkeiten der Förderung, der Unterstützung für die Familie, für das Kind ausreichend ankurbeln? Wie kann ich all die Punkte letztendlich auch in Anspruch nehmen, um mich in dieser extremen Situation unterstützen zu lassen? Das sind ganz wichtige Punkte. Daher ist eine Sozialarbeiterin auf einer Frühgeborenenstation etwas, was eigentlich die Grundausstattung der Intensivstation auch darstellen sollte. Ausführliche Informationen über die Frühgeborenenstation in St. Pölten finden Sie auch auf der Homepage des Universitätsklinikums unter www.stpoelten.lknoe.at.